Hier ist Teil 2 von Gosei Kishika no Koto nach dem Uzisui Monogatari. Und bevor sich jemand wundert, das hier soll das Schriftzeichen für Traum Yume sein. Ich hab mich da natürlich nur mal wieder verschrieben. Also, auf geht's. Kakaru hodo ni kuni no kisaki yume ni mita moyo oki naru shika ari. Miwa goshiki ni te tsunoshiroshi. Nach einer Weile träumte die Königin des Landes, dass es einen großen Hirsch gäbe. Sein Körper war fünffarbig und seine Hörner weiß. Yume samete, o ni moshi tamawaku, kakaru yume o nanmitsuru. Kono shika sadamete yo ni arudan. O kanarazu tazune torite, ware ni atae tamae, to moshi tamo ni. O Senji o kudaste. Sie erwachte aus dem Traum und sprach zum König. Ich hatte einen derartigen Traum. Diesen Hirsch gibt es ganz gewiss auf der Welt. Der König wird ihn bestimmt suchen und bekommen oder fangen und soll ihn mir geben. Und als sie so gesprochen hatte, erließ der König ein Dekret. Moshi goshiki no kasegi Tazunete tatematsuran mono ni wa Kingin Shugyoku-do no takara narabini ikoku-do o tabubeshi to ose fureraruru ni kono tasukerare taru otoko dairi ni mairite mosu yo. Demjenigen, der mir den fünffarbigen Hirsch findet und heranschafft, dem werde ich Gold, Silber und ähnliche Schätze sowie eine Provinz als Belohnung verleihen. Als er dies befohlen hatte, da kam der vom Hirsch gerettete Mann zum Palast und sprach. So, stellen wir kurz das Bügelbrett. Ich meinte natürlich Stativ ein bisschen tiefer. Wunderbar. Also, kam zum Palast und sprach, quasi Doppelpunkt. Tazunen raruru iro no kaseki wa kono kuni no shinzan ni saburo. Ari tokoro o shireri, kariudo o tamaete, torite mairasu beshi. と申すに、王国に喜びたまいて、自ら多くの狩人を愚して、この男をしるべに召し愚して、みゆきなりぬ。Die Übersetzung: Der Hirsch mit solchen Farben, wie ihr ihn sucht, hält sich tief in den Bergen dieses Landes auf. Ich weiß, wo er ist. Sendet Jäger aus und ihr werdet ihn fangen. Und als er so sprach, da freute sich der König sehr, stellte selbst eine große Jägerschar auf, setzte den Mann als Führer ein und machte einen königlichen Ausritt. Sono shinzan ni iritamo, kono shika aete shirazu, hora no uchi ni fuseri. Sie betraten jenes tiefe Gebirge. Der Hirsch wusste von nichts, er lag in einer Höhle. Wunderbar. Einen schaffen wir noch. Kano Tomoto suru tori. Kore o mite, oki ni ororokite, koe o agete naki. Mimi o kuite hiku ni, kasegi ororokinu. Der mit ihm befreundete Vogel sah dies, war sehr erschrocken und rief seine Stimme erhebend. Und als der Hirsch seine Ohren aufsperrte, schreckte er auf. So, weiter geht's mit Bügeleisen, bla Action. Bügelbrett, nicht Bügeleisen. Wollen ja nicht brutal werden.
Perfekt. Wir sind an dieser Stelle und da verrät uns das Shin Nihon Koten Bungaku Taike, dass man dieses Zeichen nicht Tori liest, Vogel, sondern Karasu, Rabe. Also, Karasu tsugete iu. Kuni no ou o oku no kariudo ogu shite, kono yama o torimakite sude ni korosanto shita mo. Ima wa nigubiki kata nashi. Ikagasubiki to iite naku naku sarinu. Der Rabe berichtete ihm: Der König des Landes hat viele Jäger ausgerüstet, diesen Berg besetzt und steht im Begriff, dich zu töten. Nun gibt es gar keinen Weg mehr zu fliehen. Was sollen wir nur tun? So sprach er und flog weinend davon. Kasegi ororokite ōō no mikoshi no moto ni ayumi yoru ni kariodo domo ya o hagete intosu. Der Hirsch erschrak und als er sich der königlichen Sänfte näherte, zogen die Jäger die Pfeile auf und waren im Begriff zu schießen. O notamo, kasegi osoruru koto nakuste kitareri. Habe ich vergessen, die Verbalsuffixe zu markieren, aber egal. Sadamete yo arudan. Iru koto nakare to. Der König sprach: Der Hirsch ist herangekommen, ohne sich zu fürchten. Gewiss wird es dafür einen Grund geben. Schießt nicht.